Ja. Wo? Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu meinem Podcast, die kleine Clownschule, Inspiration fürs Leben. Ich hoffe, ihr kommt wieder mit auf meine Reise zum Clown. Gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten nochmal Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren. Ja, das macht uns alle langsam ein bisschen mürbe. Aber mit dem Clown lernen wir heitere Gelassenheit und alles doch irgendwie mit Humor zu sehen. Und ich meine, es ist doch ein schönes Beispiel, dass nicht nur wir hier im Kleinen scheitern, sondern sogar ganze Regierungen immer das Scheitern im Nacken haben. Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Heute habe ich wieder eine clowneske Frage vorbereitet, habe ich mir einfallen lassen. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr kommt mit und verwandelt euch in einen Clown. Aber zuvor gibt es wieder eine kleine Geschichte von dem orientalischen Spaßmacher, dem Mullah Nasreddin, die da heißt: Wer bin ich? Also lehnt euch zurück und lauscht dieser wunderbaren Geschichte. Wer bin ich? Nach einer langen Reise fand Nasreddin sich mitten im mahlenden Menschengedränge von Bagdad. Es war die größte Stadt, die er je gesehen hatte und die durch die Straßen strömende Menschenmenge verwirrte ihn. Ich möchte wissen, wie es die Leute machen, um sich hier nicht selbst zu verlieren und überhaupt noch zu wissen, wer sie sind. So grübelte er. Dann dachte er, ich muss mich gut an mich erinnern, sonst gehe ich mir womöglich verloren. Er eilte in eine Karawanserei. Ein Spaßvogel saß auf einem Bett neben dem, das man Nasreddin zugewiesen hatte. Nasreddin wollte ein Schläfchen halten, aber er hatte eine Schwierigkeit. Wie sollte er sich wiederfinden, wenn er aufwachte? Er vertraute sich seinem Nachbarn an. Ganz einfach, sagte der Spaßvogel. Hier ist ein aufgeblasener Ballon. Binde ihn an deinem Bein fest und lege dich schlafen. Wenn du aufwachst, schau dich nach dem Mann mit dem Ballon um. Und der bist du. Großartige Idee, sagte Nasreddin. Ein paar Stunden später wachte der Mullah auf. Er schaute sich nach dem Ballon um und entdeckte ihn am Bein des Spaßvogels. Da bin ich ja, dachte er. Dann aber trommelte er den anderen Mann in wahnsinniger Angst aus dem Schlaf. Der Mann erwachte und fragte, was los sei. Es ist geschehen, was ich befürchtete. Nasreddin zeigte auf den Ballon. Wegen des Ballons kann ich sagen, dass du ich bist. Aber wenn du ich bist, wer um Gottes Willen bin dann ich. Und nun sind wir dran. Meine clowneske Frage für euch heute lautet nämlich: Wie bläst ein Clown einen Luftballon auf? Stimmt euch mit Hilfe dieser tollen Musik von Johannes Galli und Michael Summ ein und verwandelt euch dann in euren ganz eigenen Clown. Die Luftabons. Oh, was habe ich denn hier? Blau,
blau, blau, gelb, oh gelb, orange und oder eine pinke. Oh, eine grüne habe ich auch, aber ich habe ganz viel blau. Oh, das gefällt mir. Also gut, dann nehme ich mal. Oh, dann nehme ich da, ich nehme gelb. Komm mal her, du gelbes Ballonchen, du. Und jetzt, okay. So, und jetzt, jetzt muss ich hier so. Und dann muss ich so. Ah ja, das ist gut. So muss man das machen mit den Luftabons, weil das ist nicht so einfach. Komm her, du Luftabon. So, also, komm her. Hier oben ist der kleine Nippeli. Oh, das ist aber ein sehr, sehr kleines Nippeli, du. Ja, das muss ich ja hier richtig rein, damit mein Auge drauf schnippelin. Komm her, du gelbes Schnippelchen. Also, jetzt nochmal. Und dann darf man das Ballonschnippeli nicht rausschnippelizen. Nein, das geht nicht. Also gut, ich muss das jetzt üben. Also, einatmen. Oh, jetzt ist er weggeschnippelizt. Wo ist der gelbe Luftballon hingeschnippelizt? Oh. Jetzt ist er weg. Also gut. Dann, ich habe ja hier noch mehr. Na, blau, blau, pink, orange. Oh, zwei Orange. An, ich nehme den grünen. Komm her, du grünes Fido. Ja, das gefällt mir. Du bist wieder grüne Frühling. Also los. Ein. Und jetzt darf mir das nicht nochmal passieren, dass es wegschnibbelt. Ich muss das hier oben, muss ich richtig festhalten. Also. Meine Backen tun aber weh, du, das gibt's ja gar nicht. Was ist denn das nur für einen Luftballon? Wahnsinn hier. Also jetzt aber hier so 1, 2, 3 und jetzt, ich nehme jetzt mal hier so ein dürres Vieh. Komm her, du dünnes, langes, dürres Vieh hier. So, wie geht das hier besser mit dem dünnen, langen, dürren Vieh? Ah, da kommt so viel Luft daneben raus, ich muss das besser fixieren. Schon vorbei? Schon vorbei, alle. Ach, das war ja wieder eine Freude. Hier unser Theaterbüro sieht aus kunterbunt mit Luftballons, die durch die Gegend geflogen sind. Also ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude dabei wie ich. Und ja, wir sind schon wieder am Ende angelangt und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Übrigens, nach Ostern planen wir einen neuen Podcast für Kinder. Also ihr könnt gespannt sein. Wie immer bitte ich euch, diesen Podcast zu teilen. Das würde mich riesig freuen. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr mir schreibt. Und zum Abschluss gibt es wie immer einen Witz. Der Mann zum Bankangestellten. Geben Sie mir mein Scheckbuch, Sie Idiot. Der Angestellte ist irritiert. Sie können doch nicht einfach Idiot zu mir sagen, mein Herr. Worauf der Mann entgegnet. Also was ist? Geben Sie mir jetzt mein Scheckbuch, Sie Idiot. Der Angestellte geht zum Direktor und beschwert sich. Der Direktor ist empört. Hat er überhaupt ein Konto bei uns? Ja. Und wie hoch ist sein Guthaben? 20 Millionen Euro. Ja, dann geben Sie ihm doch das Scheckbuch, Sie Idiot! In diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, ihr bleibt heiter. Macht's gut, ich wünsche euch eine tolle Woche und bis hoffentlich bald. Schaltet wieder ein. Macht's gut, eure Katinka.